Wir sind hier am Pariser Platz 7, mitten im Zentrum Berlins, direkt neben dem Brandenburger Tor, im wiederaufgebauten Wohnhaus Max Liebermanns. Heute ist das der Sitz der Stiftung Brandenburger Tor, der Kulturstiftung der Berliner Sparkasse. Aber einmal lebte hier Max Liebermann, einer der berühmtesten Künstler Deutschlands, in der Zeit der Weimarer Republik, aber in der Kaiserzeit, also vom späten 19. Jahrhundert bis zu seinem Tod 1935. Er ist als 10-jähriger Junge in dieses Wohnhaus eingezogen. Der Vater hatte das Palais gekauft. Also Palais ist eigentlich der passendere Ausdruck. Es ist ein riesiges, herrschaftliches Haus mit mehreren Etagen. Die genaue Wohnfläche kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, aber man lebte hier sehr repräsentativ. Hat ein großes Dachatelier gegen den Willen des Kaisers durchgesetzt und von Griesebach planen und anbauen lassen. Es wurde also nicht nur sein Wohnhaus, es wurde auch sein Atelierhaus. Er hat hier gearbeitet, er hat Gäste empfangen. Seine Frau hat sehr viele Leute empfangen. Sie waren ein wichtiger Bestandteil der Berliner Gesellschaft. Man kam aus den besten Kreisen. Max Liebermann stammte aus einer sehr gut betuchten jüdischen Kaufmannsfamilie. Die kam aus dem Kattunhandel, also Baumwollhandel. Er war wahnsinnig reich und mit dem Tod seines Vaters hatte er eben auch nicht nur den Reichtum, sondern auch dieses Haus. Später, Anfang des 20. Jahrhunderts, baute er sich die Villa am Wannsee. Vielen von Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. Er hat eines der letzten Seegrundstücke am Wannsee ergattern können und sich dort ein Sommerdomizil erbauen lassen, aber von seinem eigenen Geld. Das Geld, das er mit seiner Kunst verdient hatte. Und er war auch sehr, sehr stolz, dass er das immer betont hat, dass die Wannsee-Villa mit seiner eigenen Kunst erkauft wurde und eben nicht aus dem Vermögen seines Vaters stammte. Wir sind hier auf dem Balkon des Max-Liebermann-Hauses, und zwar im zweiten Stock. Und das ist in etwa der Blick, wie ihn auch Max und Martha Liebermann genießen konnten. Wir sehen das Brandenburger Tor, den Tiergarten und hier hinter mir den Reichstag. Es gibt ein Foto, das etwa 1900 entstanden ist, das Max und Martha mit ihrem geliebten Dackel auf dem Arm zeigt. Die Familie lebte hier über Jahrzehnte. Max wurde einflussreicher, er wurde zum wichtigsten Künstler Berlins, er war Akademiepräsident, er hat die Berliner Sezession gegründet. Er war wirklich renommiert und wir kennen ja alle die Geschichte. 1933 kamen die Nazis an die Macht. Kurze Zeit später ist Max von seinen Ämtern zurückgetreten, also als Akademie-Ehrenpräsident war er da noch tätig, das hat er dann niedergelegt. Er meinte dann auch, es gibt so verschiedene Überlieferungen, er hätte seitdem nicht mehr aus dem Fenster geguckt, um diese ganzen Nazi-Aufmärsche und alles nicht sehen zu müssen. Er hätte einfach den Blick gerade auf den Pariser Platz vermieden. Wir sind hier so zentral, also man muss sich vorstellen, der Pariser Platz ist eine Aufmarschfläche gewesen. Alles marschierte durch das Brandenburger Tor Richtung Schloss, das am anderen Ende der Linden lag. Und auch in der Weimarer Republik, als der Kaiser ja nicht mehr da war, das Schloss also nicht mehr so repräsentativ war oder nicht mehr die Funktion hatte. Der Aufmarsch durch das Brandenburger Tor war einfach der Berliner militärische Aufmarsch. Und Max Liebermann selbst hat auch die Fackelzüge der Nazis durchs Brandenburger Tor beobachten müssen und hat das ja so schön kommentiert: Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, als er das gesehen hat. 1935 starb er, im hohem Alter, er war weit über 80. Und seine Witwe Martha hat dann die kompletten Repressalien und Unterdrückung und Verfemung des Dritten Reiches leider erfahren müssen. Martha ist dann 1935 relativ bald aus dem Haus hier ausgezogen. Es war ihr auch zu groß. Sie ist in eine kleinere Wohnung in die Graf-Spree-Straße. Es ist hier im Tiergartenviertel, gleich in der Nähe, aber immer noch herrschaftlich. Immer noch 10 Zimmer, aber kleiner als das Palais hier. Martha und die Tochter, die auch verheiratet war mittlerweile und erwachsen, hat dann Stück für Stück ihr gesamtes Familienvermögen verloren, was natürlich extrem tragisch ist. Also diese Martha wurde nach und nach alles entzogen, wofür sie gelebt hatte. Das Erbe von Max, das Erbe ihrer Familie, alles wurde eingezogen. 1940 wurde die Villa am Wannsee, nicht beschlagnahmt, aber sie wurde zum Verkauf gezwungen an die Reichspost, weit unter Wert. Das Geld stand ihr dann nicht zur Verfügung, es wurde auf Spezialkonten eingefroren, sie durfte also nicht dran. Ein bestimmtes
bestimmter Teil dieses Geldes wurde ab 1941 auch sozusagen gleich zurückgehalten von den Nazis als mögliche Reichsfluchtsteuer, weil Martha sich ab 1941 bemühte, das Land noch zu verlassen. Die Tochter Käthe war bereits direkt nach der Reichspogromnacht 1938 in die USA ausgewandert mit Mann und Tochter und in Sicherheit. Und man bemühte sich, Martha aus Nazi-Deutschland herauszuholen. Viele hochangesehene Freunde und Bekannte haben probiert, sie entweder über die Schweiz oder über Schweden in Sicherheit zu bringen. Es wurde auch angeboten, Geld zu zahlen. Also man war mit den Nazis in Verhandlungen, konnte sie dann aber nicht retten. Im Endeffekt ist es an den Geldforderungen der Nazis wahrscheinlich gescheitert. Also es war sehr verwickelt. Man probiert es noch genau aufzudecken, was denn wirklich der Knackpunkt war. Aber unterm Strich, es hat leider nicht geklappt. Und als 1943 der Deportationsbefehl kam, hat Martha Liebermann am 5. März Veronal genommen und ist dann 5 Tage später im jüdischen Krankenhaus verstorben. Hier am Pariser Platz 7 wurde auch der Stolperstein für Martha Liebermann, geborene Markwald, verlegt, der an sie erinnert. Uns ist es sehr wichtig, einfach immer daran zu erinnern, was mit den Bewohnern dieses Hauses einfach passiert ist, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Und diese Familiengeschichte ist so tragisch, dass wir einfach daran erinnern wollen, dass wir an diesem Ort hier in Berlin, in dieser schönen, wiederaufgebauten Mitte, dieses Schicksal einfach immer mit uns tragen.